In diesem Video möchte ich euch einen Glitch zeigen, wie ihr bis zu 8 Waffen gleichzeitig tragen könnt. Dafür braucht ihr die Molotow-Cocktails und ich würde euch empfehlen, die schon in der Lobby auszurüsten und direkt mit ins Spiel zu nehmen. Als nächstes braucht ihr so eine Konsole und das sind die Konsolen, die euch die USB-Sticks droppen, falls ihr den roten Wurm machen wollt. Pro Spiel gibt es 4 Locations, aber die Orte wechseln sich und ich zeige euch jetzt alle Locations von diesen Konsolen. Wenn ihr dann an der Konsole seid, müsst ihr die Molotow auf den Boden werfen und ihr müsst Schaden davon bekommen, also ihr dürft keinen Dr. Need haben. Und kurz bevor ihr down geht, müsst ihr mit der Konsole interagieren und wenn ihr euch wieder hochholt und durch eure Waffen geht, dann werdet ihr sehen, dass ihr noch einen freien Slot habt mit Fäusten. Ich habe 2 Waffen dabei und wenn ich weiter scrolle, habe ich noch einen leeren Platz und dort könnt ihr zum Beispiel einen Waffenkoffer aufmachen oder ihr könnt auch Wandwaffen nehmen. Das Ganze könnt ihr bis zu 8-mal machen, also ihr könnt 8 Waffen insgesamt tragen. Da könnt ihr zum Beispiel, falls ihr irgendwie 2 Main-Waffen habt, noch eine Versenger mitnehmen oder doch eine VRL für manche Missionen, um vielleicht die Fahrzeuge zu reparieren. Das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da und schreibt mir die Kommentare. Und falls du noch kein Abo bei mir hast, kannst du das jetzt an dieser Stelle ändern, um zukünftig immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und nichts mehr zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao!